sehr verehrter Bürgermeister, Herr Semmler, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, Herr Abgeordnete, ein stolzer Tag für die Stadt. Bitte? Eben wurde applaudiert, als keins war. Also die Tatsache, dass man es den Menschen schwierig recht machen kann und streicht sich bei jeder Stadt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen heute die herzlichen Grüße unseres Innenministers Boris Rhein, der sich im verdienten Urlaub befindet, übermitteln und darf sagen, wenn man das Bad heute sieht und hat aufgrund der Dokumentation sehen, wie es ausgesehen hat, steht es außer Frage, dass hier das Geld der Hessischen Landesregierung positiv umgesetzt wurde. In diesem Zusammenhang darf ich allen Abgeordneten des Hessischen Landtags danken, die mehr durch über Parteigrenzen hinweg den Sport die Mittel zur Verfügung stellen, die er braucht, um den Sport zu fördern. Eines der wichtigsten Dinge, angefangen von unserem ehemaligen und heutigen Ministerpräsidenten Roger Bouffier, der den Sport als Ziel der Förderung ohne Wenn und Aber gesehen hat, das wir auch heute weitertragen. Wir haben in diesem Sanierungsprogramm, ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wie viele Bäder geschlossen wurden oder noch werden, ein sehr, sehr kostenintensives Unterfangen. Und jeden Monat muss wirklich sehr, sehr viel dafür tun, um dieselben zu erhalten, insbesondere zu sanieren. Und aus diesem Grunde hat die Hessische Landesregierung in diesem Jahr Ende das Programm, ein sogenanntes Hallenbad-Sanierungsprogramm in Höhe von 50 Millionen aufgelegt, wo Sie, die Stadt Wetzlar, Nutznießer in Form der genannten Beträge wurden. Einmal mehr hatten wir in unserem Ausschuss beschlossen, Wetzlar bekommt 1 Million, aber wir hatten einen oder haben Gott sei Dank mit seiner Fachkompetenz einen Schwimmerpräsident in unseren Reihen, der sofort den Finger gehoben hat und hat gesagt, so geht das nicht. Die blauen Startblöcke, diese Videowand, also er war überhaupt nicht kleinlich in den Forderungen zum Vorteil der Stadt Wetzlar und wir haben dem natürlich stattgegeben, weil es einleuchtend war, dass es so sein muss. Dann kam ja noch ein Nachschlag, den wir auch mit 220.000 Euro noch bezuschusst haben. Und ich denke, wir können uns eigentlich zufrieden zurücklehnen, das getan zu haben, was wir als notwendig empfanden. Und Bürgermeister Wagner und auch Herr Sender haben es gesagt, es geht hier um Schulen und Menschen, die schwimmen, um einen Unterhaltungswert bezüglich der Gesundheit, Vor- und Fürsorge. Es geht um so vieles. Es geht nicht direkt um, dass das Wasser heute gebrauchsfertig ist. Sie können beruhigt sein, wir machen keine Rückforderung, weil dies heute nicht geschehen konnte. Auf der sicheren Seite befinden Sie sich. Aber ich darf insgesamt sagen, dass wir seit des Landes in der Sportförderung auch, insbesondere mit den Kommunen, dort eine hervorragende Zusammenarbeit haben, weil wir der Meinung sind, alle müssen teilhaben an diesen Dingen. So ist es bei Vereinsmaßnahmen, so ist es bei kommunalen Maßnahmen und auch hier ein Kompliment an den Kreis, der sich hier auch einbringt, um dass alle Fachverbände und Vereine Nutznießer der Sportförderung sind. Wir haben etwas oder ca. 86 Bescheide bisher erteilt. Wir liegen so bei 6, 37 Millionen. Wir wecken also keine Ansprüche noch. Das Programm endet in diesem Jahr am 30.06. Aber wir haben doch genug darüber, Sie haben sich schon sichtbar gehört. Sie wollten noch mal kommen, ich verstehe Sie. Wir haben noch genug Anträge, die jetzt hier zur Bewältigung und dann die 50 Millionen. Vielleicht sei auch in diesem Zusammenhang eine ganz interessante Zahl genannt. Wir haben außerdem den Sanierungsvertrag für Hallenbäder, auch das Sanierungsprogramm für Sportstätten und kommunale Hallen und so weiter, das auch ausgestattet ist mit jetzt schon 25 Millionen und haben sage und schreibe dort über 1000 Bescheide erteilt. Und dies zeigt ganz deutlich die Tatsache, dass sowohl in der kommunalen Seite, die in diesem Programm ausnahmsweise Antragsteller sein konnten, auch die Vereine einen unwahrscheinlichen Sanierungsbedarf haben in der Sportstätten.
dem galt und hier das Recht umzugehen. Das tun wir gerne, sowohl der Menschen zur Förderung des Sportes. Und ich denke, die Stadt Wetzlar ist ja nicht nur hier mit diesem Projekt bei uns vorstellig gewesen, zwecks eines Zuschusses, der immer bei der Falsche am Menschenrecht und so direkte Blickverbindung erinnern darf. Er ist da sehr rege, was Vereins- und Fachverbandsmaßnahmen und kommunale Maßnahmen angeht. Wie gesagt, wir tun es gerne. Wir wünschen viel Freude, viel Erfolg, vor allen Dingen auch sportlich. Herr Präsident Dr. Werner Freitag, der im Moment ja in dem fernen London sich nicht so der Erfolge zu erfreuen hat, aber weil heute der Tag sollte hier ein Tag der Freude sein. Ihnen allen auch. Alles, alles Gute für die Zukunft und das Wasser wird rein sein. Es sollte nicht sein wie in Korbach. Alles Gute, einen schönen Tag. Wir geben sehr, sehr viel Geld, dürfen aber nur seltenst Schlüssel übergeben. Deshalb, symbolisch die Übergabe, der Schlüssel ist groß genug, entspricht also eigentlich dem Wert des gegenwärtigen Landeszuschusses. Sehr eindrucksvoll. Und wenn das auf der Videowand schon ein paar Mal zu erlesen ist, so ist das prima. Alles Gute der Stadt, den Bürgern und dem Sport. Überreiche ich den an den Kollegen, der für den Sport zuständig ist. Insoweit, bitte schön. Schönen guten Willen. Gut, Glück auf. Ja. Herzlichen Dank. Ich übernehme den Schlüssel gerne. Das ist eine Einrichtung des Sports, der Gesundheitsförderung. Und die Stadt Wetzlar bedient sich zum Betrieb dieser Einrichtung der Inwag, der Energie- und Wassergesellschaft. Von daher, er bleibt bei mir, gemeinsam mit Herrn Müller, werden wir dann wieder etwa gucken, wie wir sie auch einsetzen, wenn die Tür hier in absehbarer Zeit öffnen können. Herzlichen Dank.